unten auch offener. Dann bekommt sie hier mehr Platz in den Sprunggelenken und sie läuft, sie reibt ihre Klauen auch etwas stark ab. Eine Kuh, die mehr Offenheit hat, lässt auch mehr Höhe in den Klauen. Da haben wir drei vorne, das. Dann habe ich das meiste korrigiert und das Euter etwas elastischer machen. Es ist ein bisschen fest von der Textur her. 3, 2, Doll. Hier auf die Hüfte noch offen, noch mit Open. Die Lände leicht höher. Leicht. Das ist kein Problem. Die ist schön flexibel, aber sie darf nicht mehr tiefer in der nächsten Generation. Da geht es auch drum. Etwas hinzufügen, damit kein Problem in der nächsten Generation entsteht. Also das leicht anheben. 3, 2, 4. Der Kopf darf wieder ein bisschen länger, mache ich auch mit Ton. Aber das ist alles eine Kleinigkeit eigentlich. Richtung, mir rausgeschrieben, die Kuh hat den Ton. Dann gehe ich den Fenster durch, dann habe ich 4 Füße. Und dann schaue ich die Regel im Kuh damit, schaue ich nach und habe das Gefühl, was passt. Also mal von der Abstammung her und was passt von dem Schritt her. Da hat es durchaus einmal gegeben, dass man eine Kuh hat, die im Becken immer flach ist, gestellt ist. Und der Stier, wo der Kopf passt, auch. Und da haben wir ihn ja schon irritiert und haben nicht mehr mal eben den Eckner, der immer ein Abzugsbecken hat. Aber wir müssen mehr an den Kopf passen. Man kann aber linear gesehen, wenn die Kuh ein ansteigendes Becken hat, kann ich einen Stier draufsetzen, der ein ansteigendes Becken hat und die nächste Generation nicht flach. Wenn ich die Ursachen. Wenn die sich kompensieren, wenn der Stier anders gebaut ist wie die Kuh, wenn der Grund, warum die Kuh ein ansteigendes Becken hat, ein anderer ist wie bei der Kuh, es kann manchmal sein, dass manchmal macht der Schwanz bei manchen Kühen, das sieht man bei den Brautkopf ab und zu gerne, das wird linear gesehen ansteigendes Becken. Ist das ein ansteigendes Becken? Finde ich nicht. Manchmal ist hier die Lände etwas flach. Dann liegt das Ganze eh so ein bisschen hoch. Dann steigt etwas, aber hier, dass die Wände klappen. Manchmal kippt das Becken, weil der Umsatz vielleicht nicht so weit ist. Ich muss die Ursache suchen, dann kann ich das Ganze korrigieren, wieder gerade. Manchmal liegt es hier, manchmal liegt es da, manchmal liegt es da. Und wenn ich diese Punkte dann korrigiere, und das ist das Analysieren, ich verarbeite nicht nur ein einziges Merkmal open, macht die Sitzbeinhöcker offen, auf der Umdrehung leichter, auf die Hüften offen, auf die Sprunggelenke offen, auf etwas mehr Absatz in den Klauen. Weil das offener wird, bekommt sie mehr Raum im Hinteräußer, die Rippen uns offener. Verarbeitet den ganzen Körperbau mehr oder weniger. Das andere ist ein einziges Merkmal. Das ist der Unterschied. Man kann da nicht fest nur eine Sache anschauen. Man kann sein, dass man ansteigend bis ansteigend bekommt, Schlag, wenn ich das richtig anfahren von den Formen. Und da ist gut, da sage ich jetzt eine normale Kuh, eine gute Kuh, aber eine normale Kuh. Die abfahrt nach Triple A. Du bist da ein Prüfstier und das sind jetzt meine Töchter. Was hat denn das für 1, 5, 6. Das sind alles Kolumbus. Die drei, die letzte Null. Die drei sind Kolumbus Kühe. Kolumbus und ich in der Einsätze. Die gut 9000 Kühe ist. Wir müssen anschauen, 8, über 8000 prognostiziert und die hat jetzt eine Wägung mit 32 Liter und geht alle bei 34 Liter. Also mehr als zufrieden, ohne Wenn und